Hessen ist eine europäische Spitzenregion. Bundesweit erhält der Wirtschaftsplatz die zweithöchsten ausländischen Direktinvestitionen und hat es geschafft, mehr Patente anzumelden als 13 andere Bundesländer. Damit ist das Land auch im Bereich Innovation und Entwicklung ganz oben angekommen. Garanten des Erfolgs sind aber nicht nur Großunternehmen oder Finanzinstitute. Vielmehr sorgt der Mittelstand mit Kreativität und Tatkraft für fast 2/3 der Beschäftigung in Hessen. Doch die Früchte hängen immer höher. Die Globalisierung verstärkt die Konkurrenz. Fast jede Innovation von heute trifft schon morgen auf einen Nachahmer oder Doppelgänger. Die Frage, was produziert wird, rückt in den Hintergrund. Auf das Wie kommt es an. Kilometer von Marburg entfernt, an den südlichen Ausläufern des Rothaargebirges, liegt Steffenberg. Hier hat Gunther Schneider die Werkzeugschleiferei seines Vaters zu einem im Optikmaschinenbau weltweit führenden Unternehmen weiterentwickelt. Eingesetzt werden die hochkomplexen Maschinen zur Herstellung von Präzisionsoptiken in der Bildverarbeitung, Militäroptik, Weltraumanwendungen und in der Brillenbranche. Angetrieben vom Firmencredo Fascination for Innovation hat sich die Schneider GmbH aber nicht nur als Pionier der Freiformtechnologie etabliert, sondern ist im Bereich der modernen Gleitsichtbrillen sogar Weltspitze. Auch der im Maschinenbau elementare Support Service ist hervorragend organisiert. Durch den Einsatz von Remote Diagnostic Tools via Telefon kann die Schneider Hotline die Maschine direkt beim Kunden analysieren und gegebenenfalls auch updaten. So etwas wünschen sich nicht nur Brillenproduzenten. Wir besitzen eine große Leidenschaft für die Technik, die wir herstellen. Das heißt also, neue Technologie zu entwickeln, ist unser Ding. Schneider testet und integriert permanent neue Verfahren. Ein wichtiger Baustein, der mit Forschungsgeist kombiniert, fast zwangsläufig Innovationen hervorbringt. Innerhalb nur eines Jahres konstruierte das Schneider-Entwicklungsteam die schnellste industrielle Maschine weltweit zur Herstellung von Freiformbrillengläsern. Ohne Zwischenschritte ist die HSC Master in der Lage, eine beliebige dreidimensionale Form punktgenau auf eine Linse aufzubringen. Der mit 25-facher Erdbeschleunigung arbeitende Bolide benötigt weniger als eine Minute für ein Kunststoffbrillenglas. Durch die im Nanobereich liegende höchste Formgenauigkeit können Hersteller nun günstigere Rohlinge verwenden und die Variantenzahl deutlich reduzieren. Der modulare Aufbau der Werkzeugmaschine macht es möglich, sie in allen internationalen Märkten einzusetzen und jeglichem Designwunsch zu entsprechen. Bisher werden nur 3% der Linsen mit dieser Technologie hergestellt. Das Zukunftspotenzial ist also gewaltig.